meine Freunde, und ganz herzlich willkommen hier zu einer neuen Lesson zu SwiftUI im Detail. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir kümmern uns weiterhin um den Status. Wir haben ja jetzt bereits die Property kennengelernt, als eine Möglichkeit, einen Status für eine View abzubilden. Und besonders spannend haben wir in der letzten Lesson einen ersten Blick auf @State geworfen, was schon deutlich mehr Möglichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Wir haben gesehen, okay, wir können einen Status definieren, der veränderbar ist. Aber noch viel wichtiger, dass bei Änderung dieses Status automatisch die View aktualisiert wird, ohne dass wir was dafür tun müssen. Das ist einer der großen Benefits von SwiftUI. Und da knüpfen wir an. Und heute lernen wir einen zweiten sehr, sehr wichtigen Property Wrapper kennen, mit dem wir einen solchen Status abbilden können. Und das ist @Binding. Und als Basis, da fangen wir erstmal mit an, damit ihr wisst, was wir eigentlich machen wollen. Es soll eine kleine Rating View erstellt werden. Die sieht einfach so aus, dass wir horizontal 5 Sternen-Buttons nebeneinander anordnen und sozusagen man darüber eine Bewertung abgeben kann. Von 1 bis 5 Sternen. Und das wird eben in einer Property gespeichert. So, und damit fangen wir einfach mal an. Ich beginne wieder mit der View. So, muss ich gerade mal noch meinen Ring zurechtzuppeln. Und ich mache das Ganze jetzt mal relativ händisch. Wir legen los mit einem H-Stack. Warum? Weil wir, wie ich gerade gesagt habe, 5 Buttons horizontal nebeneinander anordnen wollen. Das ist die beste Basis. Und wir lernen jetzt an dieser Stelle auch gleich noch eine neue View kennen, die wir bisher, soweit ich weiß, noch nicht in diesem Let's Code behandelt haben, namens ForEach. ForEach hört sich jetzt nicht unbedingt nach einer View an, es ist aber eine. Und die hilft uns dabei, sozusagen in einer Schleife mehrere Views hintereinander zu erzeugen. Und das macht hier absolut Sinn. Wir wollen hier 5 verschiedene Buttons erstellen, ja, die alle als Stern sozusagen dargestellt werden. Und anstatt jetzt wirklich jeden Button nacheinander zu machen, machen wir das Ganze über eine ForEach-Schleife, beziehungsweise es ist eigentlich eine View tatsächlich. Wie gesagt, nur der Name ist vielleicht nicht optimal gewählt, aber im Endeffekt bekommst du das, was hier genannt ist. Ja, also wir initialisieren eine ForEach-View. Wir geben hierbei eine Range und dabei nutze ich einfach den Rating-Radius sozusagen. Wir können 1 bis 5 Sterne festlegen. Also nehmen wir das hier auch als Grundlage für die Range. So, und dann konfigurieren wir das mal fertig. Value nenne ich einfach den Parameter, über den wir auf die jeweilige Bewertung zugreifen können. So, und da drinnen erstellen wir jetzt die Grafik, die wir anzeigen möchten. Und das ist, wie gesagt, einfach ein Stern-Button. Den Button hole ich mir, wie in der letzten Lesson, gerade mal hier wieder aus der Library, füge den hier rein. Und das kennt ihr ja schon. Wir haben einmal die Action, die ausgelöst werden soll. Und wir haben das Erscheinungsbild des Buttons. Und wir sehen schon sehr schön in der Preview, wir bekommen jetzt hier 5 Buttons. Das ist schon mal sehr gut. Die werden auch horizontal angeordnet. Das ist auch super. Sie sehen nur noch falsch aus. Ja, und das ändern wir jetzt. Da gibt es wieder eine passende Grafik aus der SF-Symbols-Bibliothek von Apple. Ich nehme gerade mal die normale Star-Variante, also die ungefüllte. So, und mache das Ganze auch mal noch wieder ein bisschen größer mit dem Font-Modifier. Nehmen wir hier wieder Large Title. So, und das sieht an sich schon mal sehr, sehr gut aus. Ja, mit relativ wenig Code haben wir jetzt hier 5 Schaltflächen eben angeordnet, über die wir eine Bewertung abgeben können. So, jetzt kommt natürlich eine Besonderheit ins Spiel, denn wir wollen diese Bewertung oder müssen diese Bewertung ja irgendwo ablegen, irgendwo abspeichern. Und dafür bietet sich wie immer eine Property an. Das bedeutet, diese Rating-View füge ich eine Rating-Property hinzu. Ups, die nenne ich einfach mal so und definiere, dass die vom Typ Int ist. Ja, sage also hier, das entspricht ja auch diesen Sternebewertungen. Das bedeutet, wenn Rating 1 entspricht, bedeutet das, nur dieser erste Button ist aktiv. Wenn Rating 4 entspricht, dann soll entsprechend hier bis zum 4. Stern alles aktiv sein. Und das können wir gleich mal nutzen, um hier unsere Grafik anzupassen. Denn bis jetzt zeigen wir ja immer nur diesen ungefüllten Stern an. Aber auf Basis von Rating ändern wir das natürlich. Denn wie gesagt, wenn zum Beispiel Rating 3 entspricht, sind die ersten 3 Sterne voll. Wenn es 5 entspricht, sind alle 5 Sterne voll. Das heißt, abhängig davon verwenden wir eine andere Grafik. Und genau wie in der letzten Lesson nehmen wir hierzu einfach eine Abfrage mit rein. Das heißt, ich prüfe hier beim Erstellen des Images, ob das Value, das hier für jeden einzelnen Button gilt, kleiner gleich unserem Rating ist. Und wenn das der Fall ist, dann können wir die Star.Fill-Grafik nehmen. Und in jedem anderen Fall greifen wir einfach auf die Star-Grafik zurück. So, das können wir hier in der Preview auch schon mal testen. Ich übergebe jetzt zum Beispiel mal hier einen Standardwert von 3 zu Testzwecken für diese Rating-View. Wir führen das mal aus und dann sehen wir hier sehr schön, okay, 3 Sterne sind gefüllt. Wir machen mal testhalber noch 2. So, einfach mal um zu gucken, ob das soweit funktioniert.
und wir sehen, das passt. Ja. Also diese Logik, die wir bis jetzt hier in der View haben, die scheint zu passen. Abhängig von dem Rating, was wir hier haben, werden die Buttons auch passend angezeigt. Und bedeutet natürlich auch, wenn ein Button betätigt wird, soll dieses Rating hier geändert werden. Ja. Das ist natürlich ganz wichtig. Das bedeutet, die Action ist relativ easy. Wir greifen auf unsere Rating-Property zu und übergeben als Ergebnis einfach Value. Und dadurch sagen wir eben, welches Rating gesetzt werden soll. Ihr wisst ja schon Bescheid, wie das Ganze läuft. Rating ist hier ganz klar eine Status-Property. Das bedeutet, wenn sich dieser Wert ändert, sollte natürlich auch die View neu gezeichnet werden, um in diesem Fall unsere Bewertung wiederzuspiegeln. Angenommen also, der Nutzer wählt jetzt anstatt der 2 hier 5 Sterne aus, ja, führt also hier die Button-Action auf dem letzten Stern-Button aus, soll natürlich die View neu gezeichnet werden, damit man das hier auch gleich sieht, damit alle Sterne entsprechend gefüllt werden. Oder wenn er eine niedrigere Wertung abgibt, dass entsprechend nur die niedrigeren Stern-Buttons ausgefüllt werden. Aus der letzten Lesson kennen wir den AddStateProperty-Wrapper. Den setze ich hier einfach mal. Und damit würde unsere View grundsätzlich schon mal funktionieren. Das kann ich hier auch mal demonstrieren. Wir führen das Ganze aus. Warten kurz hier auf die Preview, dass die bereit ist. Na, dauert mal mehr, mal weniger lang. Manchmal, wie jetzt auch wieder gar nicht. Also wie gesagt, so ein kleiner Workaround, falls ihr immer damit Probleme habt. Was ich gerne mache, ist einfach hier den Canvas aus- und wieder einblenden. Und oftmals geht es dann. Wenn der verschluckt sich anscheinend ganz gerne mal an irgendwelchen Dingen. Aber das hat bis jetzt immer geholfen. Ja, muss man nicht Xcode komplett abschießen. Das geht auch so. Okay, ich führe das Ganze aus. Wir haben hier als Standard ein Rating von 2 definiert. 2 Sterne sind aktiv, das ist super. Wenn ich jetzt den 4. aktiviere, wird entsprechend diese Aktion ausgelöst und Value entspricht beim 4. Button 4, also wird Rating auf 4 gesetzt. Rating ist eine Status-Property, also wird Body neu gezeichnet und das führt dazu, dass alle Sterne bis zum 4. ausgefüllt werden sollten und das ist auch der Fall. Ja, und ihr bekommt jetzt eine Idee. Ich kann hier also jeden Button auswählen und entsprechend wird das Rating auf das jeweilige Value des Buttons gesetzt. Die View wird neu gezeichnet und hier definieren wir eben anhand dieses Ratings, ob diese ausgefüllte Sterngrafik verwendet werden soll oder nicht. Und damit bekommen wir diese schöne Rating-View. An sich haben wir jetzt an dieser Stelle, mal abgesehen von der For-Each-View, nichts Neues kennengelernt bisher. Ja, wir benutzen auch wieder eine AddState-Property. Aber, jetzt kommt das große Aber an dieser Stelle. So eine Rating-View macht natürlich Sinn, sehr generisch eingesetzt zu werden. Dass man die zum Beispiel benutzt, um was weiß ich, Filme, Bücher, Apps, was auch immer zu bewerten. Im Moment ist es aber so, um das auch jetzt mal komplett zu machen, wie ich das letzte Mal erklärt habe, wenn wir eine AddState-Property einsetzen, bedeutet das, dass wir eine Statusinformation haben, die nur die View selber etwas angeht. Und das funktioniert zwar in dem Sinne, dass ich hier mit dieser View arbeiten kann, aber die Information, nämlich diese Rating-Information, ist in Form von AddState gefangen in dieser View und kann nicht von außen ausgelesen oder gar von außen reingegeben werden. Und man könnte sich jetzt vorstellen, dass man so eine View benutzen möchte, um eben zum Beispiel einen Film oder ein Buch oder was auch immer zu bewerten und gibt dazu eben die entsprechende Schnittstelle rein, ja, damit das eben dann geändert werden kann. Im Moment lebt Rating nur in dieser View und das ist halt ein bisschen unpraktisch. Und hier kommt AddBinding ins Spiel. Und bevor wir uns damit auseinandersetzen, mache ich mal noch ein bisschen Refactoring an der Stelle. Ich erstelle mir nämlich hier noch eine zweite View. Die nenne ich jetzt auch tatsächlich Rating View. Und da kommt jetzt mal der ganze Code rein, den wir hier geschrieben haben. Einfach um das mal klar zu trennen. Ja, das ist jetzt eine eigene View namens Rating View. Aber wir wissen also, so soll das eigentlich nicht laufen. Eigentlich, um die Schnittstelle schon mal vorzubereiten, sollte das Ganze eher so aussehen, dass man sagt, okay, Rating ist zum einen hier öffentlich, nicht private. Ja, es kann von außen ein Wert reingegeben werden für eine Film, Buch, was auch immer Bewertung. Und eigentlich soll dann hier auch kein Standardwert stehen. Denn der hängt ja davon ab, was wir reingeben. Also die Rating View ist ein typisches Beispiel dafür, dass sie nicht selbst bestimmt, wie viele Sterne sie anzeigt, sondern diese Information muss von außen kommen, von extern. Und das ist das, wo eben der AddBinding Property Wrapper zum Einsatz kommt. Und ich zeige euch das Ganze mal. Ich erstelle hier gerade mal erstmal wieder einen View-Buddy, den Content-View. Und wir sagen einfach mal, dass das dann unser Ausgangspunkt ist, über den wir sozusagen eine Bewertung abgeben möchten. So, und was ich jetzt also verwende, ist der AddBindingPropertyWrapper. Damit deklariere ich hier meine Rating-View und wir sehen bereits, dass damit die Fehlermeldungen hier innerhalb der Rating-View verschwinden. AddBinding ist vom Grundprinzip her, sag ich mal, eine Art Mischung aus Property und AddState.
Property deshalb, weil es ein Derived Value ist. Also genau wie die Property geben wir hier etwas rein. Das habe ich ja auch gerade erklärt. Ne? Das ist eine Information, die View selber eigentlich nicht interessiert. Sie soll nur damit arbeiten. Sie soll sie benutzen, um etwas darzustellen und sie soll darauf zugreifen können, um sie zu ändern. Deswegen Derived Value. Und es hat ein bisschen den AddState-Touch, weil es veränderbar ist. Ja, haben wir ja gesehen, würde ich das nur als Property machen, dann kann ich es nicht verändern. Das ist ja eben das große Problem. Dann kann ich diesen Code hier nicht ausführen und das kann ich eben hier mit AddBinding umgehen. Mit AddBinding kann diese Property auch innerhalb der View geändert werden. So, die Briefe hier unten, die können wir für den Moment erstmal ignorieren. Jetzt erstelle ich hier also eine Rating-View. Und bei der Initialisierung wird nun ein Parameter für Rating erwartet. Denn, ja, Rating hat keinen Standardwert. Wir müssen hier also bei der Initialisierung was reingeben. Und was wir hier reingeben müssen, ist jetzt eben eine klare Statusinformation, eine Source of Truth. Also etwas, an dem sich das Binding festhalten kann. Weil das Binding könnt ihr euch sozusagen wie eine Durchlaufinformation vorstellen. Die kommt von irgendwo rein. Das interessiert das Binding nicht, woher sie kommt. Aber sie muss eben wissen, dass es diese Information gibt und wo sie liegt, um sie eben auslesen zu können und um sie ändern zu können. Und als Source of Truth nehme ich hier einfach mal jetzt in meiner Content View eine AddState-Property. So, machen wir mal ganz vorbildlich private. Und die nenne ich auch einfach Rating mit einem Standardwert von 1. Und das gebe ich hier nun als Binding rein. Ja, im Prinzip übergebe ich einfach den Parameter. Eine Besonderheit ist, wenn ich so eine Information für, eine Binding-Property übergebe, dass ich hier ein Dollarzeichen voranstellen muss. Ja, also Dollar und dann den Namen der Property, so übergibt man ein Binding. Und damit bringen wir auch klar zum Ausdruck, okay, diese Rating-Property sozusagen lebt hier in unserer Content-View in diesem Fall. Ja, diese Information ist relevant. Rating-View greift nur darauf zu. Das bedeutet in diesem Beispiel, alles, was hier mit Rating passiert, wirkt sich direkt hier auf unsere Property aus. Und das können wir auch parallel demonstrieren, indem ich hier einfach mal einen V-Stack erstelle. Und hier unten drunter in einem Text das Rating nochmal als Integer ausgebe, so wie wir es hier haben. Ja, also einmal übergebe ich das Rating an unsere Rating-View und dann lese ich es hier an dieser Stelle noch einmal aus. So, jetzt probieren wir das Ganze hier mal aus. Ich resume mal die Preview. Und was als erstes auffällt, ist, wir haben hier nur einen Stern aktiv und bei Rating steht auch 1. Das ist die Information, die hier aus unserer AddState-Property kommt. Ja, weil über diese AddState-Property erstellen wir die Rating-View, hat den Wert 1. Das bedeutet, okay, hier wird erst einmal mit dem Rating 1 gearbeitet. Wenn wir nun einen dieser Buttons betätigen, zum Beispiel den dritten, wird hier die entsprechende Action ausgelöst, bedeutet Rating wird auf 3 gesetzt. Rating ist ein Binding in der Rating-View, das ursprünglich dieser Source of Truth entspricht, dieser Property, und das bedeutet auch genau diese Property wird im Endeffekt auf 3 gesetzt. Und deswegen sehen wir diese Auswirkung nicht nur hier in der View, dass eben die ersten 3 Sterne aktiv sind, sondern wir werden es auch im Text sehen, dass der sich auch ändert. Ich kann das hier mal anklicken. Und tatsächlich sehen wir hier diesen schönen Effekt. Wir haben nur eine einzige Property in diesem Fall, die diese Information speichert. Das ist nämlich diese AddState-Property. Aber wir übergeben sie an diese Rating-View und sie greift direkt darauf zu. Ja, also alles, was die Rating-View in diesem Beispiel ändert, wirkt sich direkt auf diese Property aus. Und würde man die Rating-View nun an einer anderen Stelle mit einer anderen Source of Truth verwenden, würde sie direkt darauf zugreifen. Und das ist das Spannende an AddBinding, weil es eben so komplett dynamisch ist. Wir können da dann alles reinschmeißen, können unterschiedlichste Quellen verwenden und können jetzt eben diese Rating-View für alles Mögliche einsetzen. Die einzige Voraussetzung ist eben, dass wir irgendwo eine klare Source of Truth als Integer haben, die als Basis dient. Und wenn wir die reingeben, macht die Rating für den gesamten Rest. Das haben wir hier so umgesetzt und das sieht man eben sehr schön, wenn man hier das Ganze mal durchspielt. Was auch die AddBinding-Properties betrifft, werden wir auch im SwiftUI-Framework selber noch viele, viele Beispiele sehen, wo das zum Tragen kommt. Es gibt viele Views, wie zum Beispiel Toggle, also die typischen Schalter, die das einsetzen. Und da werden wir dann noch viel zu kennenlernen. Das war auch der Grund, warum ich das noch nicht gemacht habe. Warum wir bis jetzt nur sehr wenige Views gesehen haben. Einfach weil gerade dieses Binding-Pattern an vielen Stellen nochmal vorkommt. Und deswegen vielleicht auch so die Info, falls ihr im Moment noch ein paar Fragezeichen im Kopf habt oder euch auch noch nicht ganz klar ist, wo und wann man das nun am besten einsetzen soll, dann wartet ruhig noch die kommenden Lessons ab, wo wir auch noch weitere Views sehen und einfach noch mehr Praxis mit SwiftUI reinkommt.
dann wird sich das, denke ich, festigen. Das ist ein komplexes Thema, gar keine Frage. Ich versuche das so gut und so grundlegend zu erklären wie möglich, aber ich glaube, wenn man nicht so den kompletten Kontext hat, zum Beispiel wirklich im Sinne einer kompletten kleinen App oder einer kompletten View-Hierarchie, die man so abbildet, ist es vielleicht schwierig, das Ganze nachzuvollziehen. Deswegen mache ich auch das gleiche wie in der letzten Lesson bei AtState. Nochmal so eine Zusammenfassung, ein kleines sozusagen, ja, ein Benefit, was ihr jetzt so mitnehmen könnt aus der Lesson. Ihr wisst jetzt, es gibt einen AtBindingPropertyWrapper, mit dem ihr einen Status für eine View definieren könnt, genau wie es die Properties gibt und genau wie es den AtStatePropertyWrapper gibt. AtBinding setzt ihr ein für Derived Values, sprich Informationen, die View nicht selber besitzt, aber mit der View arbeiten soll, die ihr also von außen in die View reingibt, im Gegensatz zu AtState, wo ihr mit Statusinformationen arbeitet, die nur die View selber betreffen. Und im Unterschied zur Property könnt ihr diese Statusinformationen, die ihr über AtBinding reingebt, auch verändern. Das sehen wir eben hier sehr schön. Diesen Befehl könnten wir, wenn das eine reine Property wäre, nicht ausführen. Da es aber mit dem AtBinding-Property-Wrapper deklariert ist, ist das möglich. Das ist für den Moment alles, was ihr so aus dieser Lesson mitnehmen müsst. Ja, und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit. Bei Fragen oder Anmerkungen wisst ihr ja gerne in die Kommentare und sage dann mal bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.